Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe vor einiger Zeit ja ein Video hochgeladen, wo ich eine Challenge begonnen habe, in der ich gerne meinen Sub abbauen möchte. Und wie ich in dem Video ja gesagt habe, habe ich mir 4 Bücher herausgesucht, beziehungsweise habe ich 4 Bücher gewählt in dem Video, die ich gerne bis Ende Juli gelesen haben möchte. Inspiriert wurde ich von der lieben Sarah von Bookmarkerit, welche ein ähnliches Format hat und da ebenfalls ihren Sub abbauen möchte. Und weil wir jetzt nun bereits den Ende des Julis bereits hinter uns haben, dachte ich mir, dass ich mit euch mal meinen Zwischenstand bespreche, wie es mir so ergangen ist nach quasi dem ersten Etappenziel, den ich erreicht habe und wie es einfach mir ergangen ist und wie ich mich so geschlagen habe. Wie gesagt, ich habe insgesamt 4 Bücher gewählt. Ich mache das ja immer so, dass ich erst die Anzahl der Bücher würfel, die ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt lesen muss, und dann würfel ich, welche Bücher es dann werden, um ja so ein bisschen auf den Zufall bestimmen zu lassen, welche Bücher ich denn lesen muss, um auch so ein bisschen die Durchmischung zu gewährleisten und ich vielleicht nicht immer zu den Büchern greife, die ja vielleicht besonders herausstechen, sondern auch mal die Bücher, die ich mir ja auch so an sich vorgenommen habe zu lesen, aber dennoch irgendwie ein Stück weit immer ja hinten runterfallen und dann dementsprechend auf meinem Sub auch eben liegen bleiben. Und ja, genau. Und wie der eine oder andere in meinem letzten Video bereits gesehen hat, habe ich in meinen letzten 5 gelesenen Büchern auch bereits 2 dieser Bücher erwähnt. Und zwar handelt es sich dabei um Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque aus dem Kiwi Verlag und Die Zahlen der Toten von Linda Castiello aus dem Fischer Taschenbuch Verlag. Im Westen nichts Neues bin ich sehr froh, dass mir die Challenge dieses Buch gleich zu Beginn ja herausgesucht habe, beziehungsweise der Zufall es mir herausgesucht habe, sage ich mal so, da ich dieses Werk schon immer gerne mal lesen wollte und ich irgendwie auch nie dazu gegriffen habe, weil natürlich, wie es immer so ist, auch andere Bücher dann immer dazwischen funken, beziehungsweise man einfach zu viel lesen möchte und hin und wieder einfach mal so die Bücher vergisst, die man eigentlich schon immer mal lesen wollte. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich Im Westen nichts Neues endlich lesen durfte, beziehungsweise mir tatsächlich dann die Zeit genommen habe. Im Westen nichts Neues begleiten wir ja den Soldaten Paul Bäumer, welcher durch seinen Lehrer ja aufgerufen wird, sich zu melden zum Wehrdienst quasi und dann ja so ein bisschen und dann ja an die Front muss, an die Front im Westen, also in Frankreich, und dort seine Schicksal rekapituliert, welchen Einfluss der Krieg auf seine Seele hat, welchen Einfluss Krieg generell hat und ja auch welchen Einfluss der Verlust von Freunden ist und was mit einem Menschen einfach passiert, wenn er dem Krieg ausgesetzt hat. Für mich persönlich ist Im Westen nichts Neues tatsächlich ein Jahreshighlight. Ich bedauere sehr, dass ich Im Westen nichts Neues jetzt erst gelesen habe und es eigentlich aus meiner Sicht hätte schon viel früher lesen können, aber ich bin froh, dass ich es jetzt gelesen habe und kann es euch sehr ans Herz legen und es mal zu lesen, falls ihr es noch nicht getan habt. In meinem letzten Video, also in den 5 gelesenen Büchern, habe ich auch dazu noch die entsprechende Graphic Novel vorgestellt. Falls diese euch interessiert, könnt ihr ja auch sehr gerne nochmal in das Video hineinschauen. Ich verlinke es euch gerne unten in der Infobox, das Video nochmal dazu. Des Weiteren habe ich auch Die Zahl der Toten von Linda Castiello gelesen. Hier begleiten wir ja die Protagonistin Kate Burkholder, welche als Polizistin in einem kleinen Örtchen in Ohio arbeitet und da ja den Fall um den Mörder Schlechter zu lösen.
Und das Besondere an diesen an dieser Reihe um die Ermittlerin Kate Burkholder ist einfach, dass sie ja selbst mal ein Teil der Amischen war und quasi immer noch am Rande dieser Gemeinschaft lebt und ja, man hin und wieder Fakten der Amischen bekommt, beziehungsweise so ein bisschen Einblick in das amische Leben bekommt. Das hier ist natürlich ein Auftakt einer Reihe. Ich muss aber ehrlich sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt endlich lesen durfte, dass ich ja, die Reihe begonnen habe. Und ich bin schon sehr gespannt auf die anderen Teile dieser Reihe. Und ja, es hat so ein bisschen ungünstig, dass ich natürlich jetzt wieder eine Reihe begonnen habe durch die Challenge. Aber ich finde, diese Bücher liegen halt auch schon eine ganze Weile auf meinem Sub. Und haben einfach verdient, auch mal gelesen zu werden. Und ich habe es jetzt halt immer vermieden, diese Reihe anzufangen, weil ich mir dann dachte, naja, fängst du halt wieder eine Reihe an. Aber jetzt ist es, wie es ist. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch lesen durfte, dass ich der Empfehlung gefolgt bin. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie mir damals empfohlen hat. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Buch bzw. die beiden Bücher lesen durfte. Begonnen hat es damals mit Die Zahlen der Toten und war sehr positiv überrascht, dass der Start der Challenge doch so gut geglückt ist und ging dann mit Im Westen nichts Neues weiter. Und auch hier war es so, dass es mir ja, wie ich schon sagte, bereits gefallen hat. Wer gerne nochmal wissen möchte, noch genauer, wie Im Westen nichts Neues mir noch gefallen hat, wie die Kermit-Novelle mir noch gefallen hat, kann ja gerne auch nochmal unten in dem Video schreiben, ob ich nochmal ein gesondertes Video dazu drehen sollte. Soll und meine Meinung da nochmal etwas genauer fassen sollte. Genau, das zu diesen beiden Büchern. Dann bin ich ja in eine Lesemöglichkeit hineingeraten. Das heißt, ich ja, habe nicht mehr so viel gelesen wie sonst und ja, habe mich halt durch andere Dinge so ein bisschen ja ablenken lassen, beziehungsweise die große C-Zeit ist ja auch ein Stück weiter dazwischen gekommen und ein bisschen war der Kopf dann natürlich auch woanders. Und ich habe dann ja so langsam gewusst, okay, ich schaffe diese beiden Bücher, die jetzt hier noch liegen, bis Ende Juli definitiv nicht mehr zu lesen, weil ich natürlich auch zwischenzeitlich einfach nochmal andere Bücher lesen wollte, als nur die, nur meine Suppe. Bücher. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen entschieden, welches Buch ich denn jetzt quasi noch beginnen werde, wenigstens zu lesen. Es zwar auch nicht bis Ende Juli schaffe, aber für mich dann trotzdem noch in die Challenge hineinzählt. Und zwar habe ich mich dann entschieden für Kafka und Felice von Unda Hörner aus dem Ebersbach und Simon Verlag. Und auch bei diesem Buch ärgere ich mich sehr, dass ich es jetzt erst gelesen habe. Weil aus meiner Sicht ist das definitiv ebenfalls ein Schmankerl, was ich schon längst hätte lesen können und es leider sehr lange auf meinem Sub gelegen hat. Und vorweg möchte ich gerne noch sagen, dass es definitiv zu eines meiner Jahreshighlights 2020 zählt. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, weil ich eigentlich noch gerne dazu ein eigenes Video drehen möchte, einfach weil es mir so gut gefallen hat. Und zwar geht es hier um die Beziehung zwischen Franz Kafka und Felice Bauer, welche ja sich in Prag kennengelernt haben und eine Brieffreundschaft geführt haben und sich dann während dieser Brieffreundschaft ineinander verliebt haben. Und Unda Hörner verarbeitet genau diese Brieffreundschaft in diesem Roman, also schafft es sehr gut, die Briefe hier mit einzuarbeiten. Wir haben immer einige Passagen dabei, die direkt aus den Briefen stammen, aber ansonsten ja, erzählt sie uns halt einfach die Beziehung zwischen Kafka und Felice. Ich mochte dieses Buch sehr, sehr gern. Ich mochte die Art des Schreibstils von Unda Hörner, mit welchem Talent sie es schafft, den Briefwechsel hier in einem Roman zu verarbeiten, aber auch wie sie zeitliche Ereignisse, Stand der Technik und so weiter hier in diesem Roman verarbeitet hat. Auch wenn ihr jetzt noch nicht viel gehört habt von diesem Buch, kann ich euch definitiv schon empfehlen, aber sobald ich die Rezension dazu gedreht habe, schaut doch gerne einfach mal in dieses
in das Video hinein und da werde ich definitiv nochmal genauer eingehen, wie es mir gefallen hat, was ich daran mochte und so weiter. Aber es war definitiv für mich ein Jahreshighlight schon 2020. Eigentlich war das für mich ein sehr, sehr guter Start in diese Challenge. Ich habe 3 Bücher gelesen. 3 Bücher waren für mich wirklich, ja, gute Bücher, Bücher, die ich sehr mochte und die ich tatsächlich auch empfehlen kann. Und dann habe ich noch ein Buch, was ich tatsächlich nicht geschafft habe und da muss ich wirklich sehr kritisch sein. Und zwar handelt es sich hier um Die Blüten im Wind von Rosie Andrews aus dem Goldmann Verlag hier. Eine sehr, sehr alte Ausgabe. Ich habe es damals gebraucht gekauft und für wenig Geld. Und hatte mich damals gegen dieses Buch entschieden zu lesen, also The End of Julius, der sich zeigte, weil ich von diesem Buch etwas Negatives gehört habe, war ich irgendwie nicht so dafür, das Buch zu lesen. Man hat mich halt eben für Kafka und für Lies entschieden. Und ich hatte ja in meinem Video erzählt, dass ich noch nicht ganz weiß, wie ich mit Büchern umgehen werde, die ich nicht schaffe bis zu dem gewissen Zeitpunkt. Und habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich die Bücher gesondert sammeln werde. Und wenn ich sie bis Ende des Jahres nicht gelesen habe, dann definitiv aussortieren werde. Das wird mir, falls ich es nicht lesen werde, definitiv sehr schwer fallen, weil ich bin nicht so der Typ, der Bücher aussortiert, vor allem Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, aussortiert. Aber es bringt ja am Ende auch nichts, wenn ich diese Bücher ewig auf meinem Sub liegen habe und quasi mir auch ein Stück weit Platz im Bücherregal wegnehmen für andere Bücher. Ich habe natürlich, wie immer ich so bin, und was mich natürlich auch extrem stört, ist, dass ich immer sehr gerne, wenn mir ein Teil gefallen hat, auch gerne schon die anderen Teile dieser Reihe mitkaufe. Ich weiß noch nicht, was ich dann tun werde, wenn ich die Reihe quasi bis Ende des Jahres nicht fortgesetzt habe und damit die anderen Bände auch noch liegen bleiben, weil es handelt sich ja hierbei um eine Reihe aus 5 Bänden und das ist hier der 2. Band. Ob ich dann auch die anderen 3 Bände quasi aussortieren werde, aber aus meiner Sicht wäre das dann natürlich die logische Konsequenz, die anderen Bände ja ebenfalls auszusortieren und nur Band 1 zu behalten, einfach weil beim Band 1 mir tatsächlich wirklich sehr gut gefallen hat und ich kann mir vorstellen, dass ich ihn auch nochmal lesen werde und theoretisch könnte ich mir ja dann auch die anderen Bände nochmal besorgen. Aber das, diese Entscheidung werde ich dann, also eigentlich ist sie schon getroffen, dass wenn ich dieses Buch bis Ende des Jahres nicht gelesen habe, die anderen Bände ebenfalls aussortieren werde. Dann bin ich gespannt, ob ich dieses Werk bis Ende des Jahres gelesen habe und ich nicht aussortieren muss, weil es mir sehr gut gefallen hat, oder ich es aussortieren muss, weil es mir gar nicht gefallen hat und ich die Reihe gar nicht mehr fortsetzen möchte, oder ich es nicht schaffe und deswegen aussortieren muss. Ja. Vielleicht kann der eine oder andere mir mal mitteilen, wenn er es gelesen hat, wie er diesen Band fand und ob er lesenswert ist und mir vielleicht auch schon Mut macht, gleich als nächstes zu diesem Buch zu greifen und mir die Lust an diesem Buch auch ein Stück weit zu wecken. Und ich werde dann demnächst bald den 2. Teil meiner Challenge drehen und zwar werde ich dann neue Bücher wählen, die ich dann innerhalb von 4 Monaten lesen möchte. Ich hoffe, dass meine Challenge dann ebenfalls so gut weitergeht und ich ebenfalls gute Bücher ziehe und die mir die Freude an dieser Challenge weiter behalten und ich dadurch meinen Sub weiter abbauen kann. Ja, da bleibt es mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch schöne Lesestunden wünsche und noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!